FedCons did you have so far? Right now, I believe it's my fourth FedCon with my wife, Sonia. And we always dress up most likely and always in Star Trek uniforms. I myself right now, Captain Riker, because of the last movie. And I was so happy to be here. What makes the FedCon so special that you come back every year again and again? Well, making it special is simple. You see friends, you meet them over again, you meet new friends, I mean from everywhere, Belgium, Netherlands, France, Italy, Spain. I myself as American, I've got people all over the world and I love it, it's fun. Great, thank you so much. Thank you very much. Hello, Alan. Hello. You've come far away from Norway to Germany to attend the FedCon. Is it your first con? No, I was also here 2 years ago, so this is my second time here. Wir stehen jetzt hier mit Matthias und Michelle, Vater und Tochter. Die nehmen beide am Kostümwettbewerb teil. Was hat euch angeregt, die Kostüme zu machen? Es gab keine Borgs auf der FedCon. Und da haben wir uns halt eben gedacht, dann machen wir halt eben mal welche. Und sind zwei Generationen zusammen. Warst du zuerst Fan oder zuerst der Papa? Er hat mich angesteckt. Hat es mit Next Generation angefangen? Ja, genau. Da infiziert worden und dann Serien geguckt, Magazine durchgelesen, mit anderen Leuten in Kontakt getreten und dann irgendwann mal zur FedCon mitgenommen worden. Wir haben hier zwei ganz besondere Teilnehmer der FedCon. Wie gefällt es euch hier? How do you like it? FedCon is cool? And you come here every year? And you will never go back again? Okay. Thank you. Well, the great thing about FedCon is the parties. You know, you never forget the parties at FedCon. Wie lange gehst du schon auf Cons? Das ist seit 2005 eigentlich schon. Nicht nur auf die FedCon, sondern auch auf die RingCon und auch die JediCon, wenn sie denn stattfindet. Und das ist immer wieder ein Erlebnis, da man mittlerweile schon etliche Fans und Freunde hier auch gefunden hat. Und das ist einfach immer, wenn man dann freitags hier anreist, immer ein großes Art Familientreffen ist. Und was war der Grund für dich, überhaupt das allererste Mal auf eine Con zu gehen? Das allererste Mal war für mich der Grund, um überhaupt mal so die Atmosphäre so zu erleben. Und beim nächsten Mal hatten wir dann schon unseren Fanfilm dann hier auch dann vorgestellt mit dem Stand, der auch relativ gut ankam und den wir nächstes Jahr hier auch auf der FedCon auch zeigen werden. Am Stand der Mandalorian Mercs habe ich jetzt bei mir Tomo. Tomo, wie lange gibt es euch schon? Die Mandalorian Mercs gibt es seit 3 Jahren, fast 4. Und den Jagala Clan gibt es seit fast genau einem Jahr. Was macht ihr? Wir bauen mandalorianische Kostüme. Und zwar keine exakten Kopien von Boba und Jango Fett. Haben wir auch. Aber unser Umfang geht um Custom Mandos. Das heißt, jeder Mandalorianer baut seine eigene Rüstung. Nach seinen eigenen Vorstellungen und nach einigen Regeln, die relativ flexibel sind. Was fasziniert euch an Mandalorianern?
die Möglichkeit, einen Mandalorianer sehr individuell darzustellen. Ich wäre ein bisschen klein für einen Stormtrooper, ich wäre definitiv zu klein für Lord Vader. Königliche Roben sind schön, aber hatte ich schon als Kind. Und ja, Möglichkeiten als Frau eine Rüstung zu tragen sind in Fiktion und Historie relativ begrenzt. Mandalorianer haben komplette Geschlechtergleichheit und hier kann auch noch jeder seine eigenen Ideen mit reinbringen, da wird das so richtig kreativ. Du hast Frauen erwähnt in Rüstungen. Wie hoch ist der Frauenanteil bei euch? Bei uns ist der Frauenanteil bei etwa einem Drittel. Okay, also kann man noch aufstocken ein bisschen. Also wer Lust hat, Mandalorian Mercs suchen noch ein paar Frauen für die Rüstung. Entschuldigung, ich suche den Turbolift. Den Turbolift? Um die Ecke, rechts rum und dann einmal drücken und wieder runter. Oh, falsches Universum, Entschuldigung. Ich stehe hier mit Hubert Zitt, dem Experten für die Physik im Bereich Star Trek. Hallo Hubert. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Die 20. FedCon neigt sich so langsam dem Ende zu. Was war für dich das Highlight dieser FedCon? Also ich hatte wie immer ein sehr dankbares Publikum. Das weiß ich ganz besonders zu schätzen. Also diese Stimmung, wenn ich da einen Vortrag halte, die ist ist einmalig, ja, das erlebe ich sonst natürlich nie. Ja, und Scott Bakula war für mich natürlich, den habe ich das erste Mal gesehen, ein Highlight, der war sehr nett, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich mit ihm kurz unterhalten und er unterstützt das auch, was ich mache. Also das waren so schon die Highlights. Wie fühlt man sich als Star Trek-Fan, wenn man selber auf einer Bühne steht und referieren darf? Ich fühle mich so, als könnte ich dazu beitragen, Star Trek am Leben zu halten. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Also ich freue mich, dass ich etwas dazu beitragen kann. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass alleine durch die Fans Star Trek am Leben gehalten wird und immer wieder es zu neuen Serien und jetzt zu neuen Filmen, Kinofilmen gekommen ist. Und das ist so mein Beitrag dazu, dass diese ganzen Sachen am Leben zu halten. Und das gefällt mir sehr gut. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und deine Faszination für Technik ist ja sehr deutlich. Du referierst darüber. Wenn man sich die ganzen Sachen hier anguckt, auch im Hintergrund, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, etwas Technisches, ein technisches Gerät, eine Errungenschaft aus dem 24. oder 23. Jahrhundert, wenn du dir das wünschen könntest, was wäre das? Ja, da schwankt man natürlich so ein bisschen zwischen Beamen und Holodeck, aber ich glaube, ich würde mich fürs Holodeck entscheiden. Das ist natürlich das Computerinterface der Zukunft für mich, ja. Oder etwas einfach bei der Diagnose von medizinischen Sachen, etwas einfach dreidimensional darzustellen, um Diagnosen in der Medizintechnik zu stellen und sowas. Das finde ich schon ganz faszinierend und es kommt natürlich das Entertainment dazu. Ja. Du gehst ja nicht nur auf Conventions, sondern du hast ja auch oder leitest auch eine feste Institution in Zweibrücken jedes Jahr, die Star Trek Weihnachtsvorlesung. Dieses Jahr zu Weihnachten wird die 100. sein. Ist irgendwas ganz Spezielles geplant? Ja, also es ist die 100. Star Trek-Vorlesung insgesamt. Ja, ich bin, wenn ich alles zusammenzähle, wenn ich an Universitäten war und eben hier und so weiter. Wir machen das seit 15 Jahren jetzt. Ja, wir haben was geplant. Ich habe so die Idee, zumindest mal etwas über Zeitreisen und temporale Logik zu erzählen zur Weihnachtsvorlesung jetzt im Dezember. Wenn ich vorher nicht daran verzweifle an diesem Thema, versuche ich mal da einen schönen Vortrag draus zu erarbeiten und dann schauen wir mal. Es wird mit Sicherheit sehr interessant bleiben. Hubert Zitt, vielen, vielen Dank für das Interview. War mir eine Freude. Ja, mir auch. Ich stehe jetzt hier mit Robert Vogel, unserem Freelance-Journalist. Hallo Robert. Hallo, grüß dich. Robert,
Was waren für dich die drei beeindruckendsten Erlebnisse in 20 Jahren FedCon? Du hast ja relativ viele mitgenommen, nämlich alle, ne? Ja. Ich meine, gut, das hat mich um 20 Jahre älter werden lassen, ist ganz klar. Ich muss auch sagen, ich hatte gerade vor ein paar Minuten ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ich hatte einen vollen Saal. Ich meine, was kann man sich eher wünschen, ne? Ich habe jede Menge tierisch netter Leute getroffen und ich hätte eigentlich damals, als ich angefangen habe, über meine Erlebnisse von den Stargate-Dreharbeiten zu erzählen, nie gedacht, dass das so viele Leute interessieren würde. Du hast ja auch mittlerweile wirklich schon einen richtigen Bekanntheitsgrad unter den Fans, das haben wir gerade gesehen. Zahlreiche Fans, die sich unten mit dir knipsen lassen. Was gibt dir das persönlich für ein Gefühl? Also so, ich bin eigentlich sehr überwältigt, weil ich bin ja auch ein Fan, ne? Und ich meine, ich mache auch gerne Fotos mit meinen Idolen, aber dass ich mal so viel wert für andere sein würde, da wird man dann doch sehr bescheiden, ne? Was war deine Science-Fiction-Einstiegsdroge? Mit was hast du angefangen als Kind? Als Fernsehserie Raumpatrouille Orion. Für mich ist das immer noch die Lieblingsserie. Und als Literatur Perry Rhodan. Und da gehöre ich ja mittlerweile auch als freier Mitarbeiter zur Redaktion. Und da habe ich es auch schon in drei Romane reingeschafft. Hast du überhaupt noch Zeit zum Lesen selber? Ja, das ist so eine knifflige Sache. Ich komme eigentlich nur noch zum Lesen, wenn ich irgendwo im Flieger sitze. Und das ist bedauerlich, weil ich selbst eine große Leseratte bin. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und da muss das leider zurückstechen. Und was jetzt Perry Rhodan betrifft, da habe ich den riesengroßen Vorteil. Ich lese es halt nicht mehr, aber ich bin mit ein paar Autoren persönlich befreundet und lasse mir ab und zu mal so das letzte halbe Jahr mal in Zusammenfassung geben, damit ich weiß, wie die Serie läuft. Eine letzte Frage. Was ist dein allergrößter Wunsch als Science-Fiction-Fan, der noch in Erfüllung gehen muss? Ach du lieber Gott. Wenn ich das Geld hätte, würde ich eine eigene Science-Fiction-Serie machen. Nicht unbedingt mit mir als Hauptdarsteller, aber ich habe da so ein paar Ideen, das würde eher Space-Fantasy werden, also was Episches wie Star Wars und dann noch mehr in die Fantasy-Richtung. Aber das wird immer ein Traum bleiben. Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, Robert Vogel. Ich stehe hier mit Lieven Litar, seines Zeichens Klingonisch-Lehrer und eingeflogen direkt vom Planeten Kornosch. Ich bin jetzt hier auf der FedCon, mein Name ist Lieven Litar und wir werden dieses Mal drei Vorträge halten über die klingonische Sprache. Wie lange machst du das schon mit Vorträgen? Vorträge an sich, also wir haben ja unseren Klingonischkurs in Saarbrücken, der findet jetzt schon zum 10. Mal dieses Jahr statt. Das heißt, schon seit 10 Jahren mache ich den Klingonischkurs, aber habe schon vorher so 6 Jahre Klingonisch gelernt und bin eben so zu diesem Kurs gekommen. Klingonisch ist ja jetzt eher eine exotische Sprache für den Laien. Wie ist die Resonanz? Gibt es da wirklich viele Leute, die das lernen wollen? Naja, das Schwierige daran ist eben, dass die klingonische Sprache eine richtige Sprache ist. Es ist so wie Spanisch oder Französisch lernen, also man kann das nicht wirklich in einer halben Stunde lernen, indem man irgendwie Buchstaben ersetzt oder das Ganze rückwärts spricht, sondern man muss sich aktiv damit beschäftigen. Die Leute, die auf den Klingonischkurs kommen, sind teilweise Star Trek-Fans, aber andererseits auch viele Linguisten, Sprachforscher, Studenten, die sich auch für Sprachen allgemein interessieren. Was sagst du zum Weltrekordversuch? Werden wir es schaffen? Der Weltrekordversuch, ja, also ich bin mal gespannt. Dieses Mal bin ich ja auch dabei, deswegen sind wir schon mal mehr Leute als letztes Jahr. Und ich habe auch extra unsere Vorlesung verschoben. In a few minutes, we're going to bring back the world record to Germany, I hope. Last year we did it. Then we lost it again. Do you think we will make it this year? Oh, I'm sure. If all our Star Trek fans come in here, I'm positive that we will make it. We're going to pass 600, maybe 700. And I hope everything goes good because I love FedCon. Everything is great going over here. Werden wir es wieder schaffen? Auf alle Fälle. Ihr werdet wahrscheinlich auch gleich im Weltrekordversuch teilnehmen? Ja, werden wir. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir das mit Borg-Unterstützung schaffen werden. Auch bestimmt. Assimilate this.